Hallo Leute, ja, wir sind an unserem Außenposten. Wir haben letztes Mal hier geschlafen, wollen ein Boot bauen. Und dafür müssten wir mal in der Kiste hier noch gucken, was wir noch an Rohstoffen rausnehmen müssen, weil ich glaube, das Holz hat man zum Beispiel weggelegt. Ja, und dann müssen wir noch da am Strand gehen und hoffen, dass die Werkbank bis dahin reicht. Aber ich gehe von aus, ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, ne? Schaut's Logo, gehen wir auf den Großbildschirm. So, dann gehen wir mal in eine Truhe rein. Und ich glaube, das Edelholz brauchen wir dafür. Das können wir damit austauschen. Wir brauchen Harz. Okay. Und das Fell haben wir. Holz. Ich weiß nicht, ob wir noch was brauchten, aber ich glaube. Ach so, die Nägel brauchten wir. Die sind ja schon da. Ich glaube, das war's, oder? So, dann wollen wir mal kurz zum Strand gehen. Hier runter. Hier ist unser Dingens. Schiff ist hier, passt. Wenn das jetzt runterfällt, geht das kaputt. Nee. Jetzt können wir da reinspringen, oder? Wenn wir da reinkommen, ne? Oh Mann, wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir da rein? Zu weit? Okay, das hat geklappt. Wo ist das Ruder? Da. Okay, das sieht erstmal gut aus, ne? Und wo kommt der Wind? Okay, der kommt noch von da, wo wir hin wollen. Das ist schon mal etwas. Jetzt ist gerade Windstille, oder wie sehe ich das? Ah ne, jetzt passt's. Und wir müssen mal da rausfahren, weil sonst wird das wahrscheinlich hier nichts, ne? Das Segel ist noch nicht gesetzt. Dann wollen wir Segel setzen. Und nochmal volle Pulle. Oh, der fährt aber flott, glaube ich. Kann das sein? Ja, das sieht richtig gut aus. Da können wir weiter rausscrollen, dann sehen wir mehr. Ne? Also, so sehen wir, wo wir lang fahren. Ja, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Abstecher hier links lang an der Küste und gucken mal so, wo wir da hinkommen, oder? Hier sind dicke Fische im Wasser. So. Küste ist ja ein ganzes Stück lang, ne? Wind bläst ganz gut, ne? Da links ist irgendwie so ein Spawner wieder. Oh, da ist auch eine Festung. Aber das soll erstmal uns egal sein, oder? Okay, wir sollten vielleicht ein bisschen näher ranfahren an die Küste. Damit der da auf der Karte das vielleicht auch ein bisschen aufdeckt, oder? Macht er gar nicht, ne? Das Festland sieht er gar nicht, da sind wir zu weit draußen. Zu nah an der Küste sind, müssen wir auf Steine aufpassen, dass wir die nicht abkriegen. Ne? Hier haben wir jetzt ein bisschen Küste gesehen. Okay, ich glaube, hier geht's aber. Ah, hier unten sieht man schon wieder was im Wasser. Da sind schon Felsen, ne? Nicht, dass wir da auflaufen. Dann haben wir unsere schöne Kabe kaputt gemacht.
so andere Bäume? Ach, guck mal da, da ist noch mehr Festland. Ist das Ödland oder was ist das? Ist das da hinten vielleicht sogar verbunden? Könnte auch noch sein, ne? Das wissen wir natürlich jetzt gerade gar nicht. Könnte was zu essen vertragen. Ja, nee, wir, oh, das ist Sumpf oder sowas, ne? Kann das sein? Kommen wir da in der Mitte weiter oder ist da Ende? Spawnt immer mehr. Der Baum sieht schon komisch da aus, oder? Fahren wir ein bisschen langsamer. Was ist das mit dem Baum da? Okay, da vorne sind irgendwelche Ruinen oder was sind das? Keine Ahnung, was das ist. Das ist eine Stätte, irgendwie eine. Ah, da sind aber auch welche. Ich habe keine Ahnung, welche das sind, was das für welche sind. Das sind richtige Menschen, glaube ich, oder? Aber wir fahren mal lieber weiter. Geht es auf jeden Fall durch, irgendwie zwischen den zwei Landmassen. Sumpfland sind wir. Ah, jetzt haben wir Sumpfland erreicht, okay. Das sieht auch nicht so aus, so toll hier. Da rechts stehen auch ein paar Gestalten, oder? Oder sind das Bäume? Ne, könnten auch Bäume sein. Da ist wieder so eine Stätte, glaube ich, da links. Sollten wir da mal hinfahren? Ja, da ist auch einer dran. Ich weiß nicht, wie stark die sind, ob das was für uns ist oder nicht ist. Kriegen wir die Hucke da voll oder nicht? Das ist die Frage, ne? Das ist aber ein großer Fisch hier unten. Das ist, ich weiß nicht, was das für Viecher sind, aber ich glaube, die sind jetzt nicht so positiv für uns, glaube. Ich glaube, ich fahre mal weiter. Und jetzt wird es auch noch Nacht und es fängt an zu regnen. Ah, ist natürlich richtig schäbig, ne? Regen ist nicht so dolle. Ah, so Necks habe ich auch schon wieder gehört, aber hier ist der Sumpf zu Ende, kann das sein? Ah, lass mal schnell rechts rumdrehen. Ist das Kupfer da? Ja, ich glaube nicht. Ich sehe da keine Markierung dran. Da ist auch keine Markierung dran. Noch mal schneller. Weiter rausrollen kann ich nicht. Ein ewig langes Land, wa?
Jetzt sind wir eine Flaute. Sind schon dicke Fische im Wasser, ne? Ist das hier Kupfer? Ne, ne? Was ist da oben? Da leuchtet irgendwas grün. Sollten wir hier. Oh, da vorne ist auch noch ein Spawner. Da ist auch irgendwie ein Turm. Gehen wir hier mal an Land. Bin wieder trocken, ja, super. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht, ich muss auf jeden Fall was essen. So, da links war was Grünes, oder? Mal die Axt raus. Hier ist auf jeden Fall Zinn gerade. Sehe ich das? War das das da? Das ist hier kein Kupfer, ne? Na. Ist ein Turm. Okay, wo ist einer? Da. Okay, den haben wir schon mal erwischt. Ach, das sind Disteln, die da dran leuchten, kann das sein? Sah noch aus der Ferne ein bisschen anders aus, ne, oder? Okay, die habe ich schon mal. Ist hier noch einer? Da ist noch jemand. Ein Schlag, dann war es vorbei mit dem. Gucken wir mal, ob hier oben vielleicht eine Kiste ist. Na, oben steht auf jeden Fall einer. Ne? Ja. Na, nochmal Glück gehabt, ne? Wir nicht runtergefallen sind. Jetzt haben wir keine Leiter mehr. Naja, super. Aber das, was wir da oben gesucht haben, ist runtergefallen, oder? Da oben liegt aber irgendwas. Shit, ich glaube, da komme ich nicht hin. Oder? Ah. Was ist das? Das ist weggeflogen. Hä? Kann mir das einer erklären? Ja, dann ist das so. War das ein Tier oder was? Ja.
Das waren jetzt Knochen, die da runtergefallen sind, ne? Eigentlich. Na, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe sie nicht gekriegt. Okay, und dann war da vorne noch was. Am Strand. Da ist ein Wasserrennsaal zwischen. Hätte ich den Fluss hier reinfahren können? Weiß ich nicht. Da hinten ist so viel Rotes. Oh, hier ist Kupfervorkommen. Dann mal schnell die Karte raus und das da aufgeschrieben. Und eigentlich. Ist das ein Hirsch? Ich hoffe es, ne? Ja. Wo ist das Boot? Hier lang, oder? Ja, da vorne ist das Segel. So. Jetzt bin ich natürlich voll in der Flaute, ne? Das funktioniert so nicht. Müssen wir erst paddeln. Müssen wir im Wind stehen. Voll neblig, ich sehe nichts. Auch nicht so gut, ne? Da ist ein Feuer links, ne? Ich sehe da jetzt auch nicht so ganz so viel, ne? Weil es hier so neblig ist. Jetzt bricht die Nacht rein, ne? Ich glaube, das können wir hier mal ganz unterfangen weglassen. Das schaffe ich so nicht. Starke See und ich weiß nicht, wo ich lang fahre. Ah, hier ist ja noch eine Küste, ne? Und Gewitter, das brauche ich ja gar nicht. Oh Mann, Blitz und Donner. Starker Wellengang, na super. Ich hoffe, das geht nicht unter das Boot, ne? Sonst habe ich echt verloren. Da ist eine Küste auf jeden Fall. So ist doch, glaube ich, gerade, ne? So müsste das zurückklappen. Ich glaube, ich werde mal mit unserem Schiff zurückfahren und ihr guckt das in der nächsten Folge weiter, wie es dann angekommen sind. Ich werde vielleicht irgendwo unterwegs noch anlanden, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch.
Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.